Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um ein Küchengerät. Ja, heute geht es um die Mikrowelle, oder? Manche wissen es von euch vielleicht schon, denke ich, manche noch nicht. Viele nutzen es eventuell noch, das ist die Mikrowelle. Super praktisch, einfach, kann Essen schnell warm machen, sauber, man macht nicht viel Dreck. Und es macht irgendwie immer das angenehme Pling, wenn es fertig ist, und schon ist mein Kaffee oder mein Essen oder was auch immer warm, aufgewärmt, praktisch. Aber ist es wirklich gut? Wichtig ist für uns zunächst einmal zu wissen, wie funktioniert die Mikrowelle. Mikrowelle sendet Mikrowellenstrahlen, ähnlich wie ein Handy Strahlen sendet. Und die Mikrowelle sendet im Bereich von 2450 MHz. Das ist also erstmal eine Sendeanlage. Es sendet Funkstrahlung. Diese Strahlung ist natürlich so gebündelt und gerichtet, dass sie auf das Essen gerichtet ist und das Essen quasi bestrahlt. Das ist per se jetzt erstmal nicht so dramatisch, also es ist jetzt nicht irgendwie atomar verseucht oder so, aber es sorgt dafür, dass die Moleküle des Essens sich irgendwie verändern. Das heißt, die Moleküle bewegen sich quasi in der Strahlung schneller. Diese schnellere Bewegung der Strahlung sorgt dafür, dass wir es Wärme nennen. Ja, etwas, was warm ist, bewegt sich schneller. Die Atome bei etwas Erwärmtem bewegen sich schneller als bei etwas Kaltem. Heißes Wasser hat Atome, die sich schneller bewegen als kaltes Wasser. Das heißt, es wird quasi forciert durch Strahlung, durch elektromagnetische, durch diese Strahlung wird das Element des Essens dazu gebracht, sich schneller zu bewegen. Und das hat den Nachteil, dass es sich in seiner Struktur verändert und dann plötzlich nicht mehr die natürliche Struktur hat, die unser Organismus kennt. Ja, wir sind ja gewöhnt, normalerweise das Essen natürlich zu essen, so wie es gewachsen ist. Und da kriegt es jetzt eine Veränderung und diese Veränderung kommt in unserem Körper an und der Körper kann es nicht mehr so gut verstoffwechseln und muss erstmal aufwendig irgendwie diese Nahrung für sich wieder verdaubar machen. Das gleiche gilt für die Biophotonen. Biophotonen sind Photonen, die lebende Lebensmittel oder lebende Wesen abstrahlen. Eine Qualität von einem Lebensmittel kann man bewerten an der Qualität der Biophotonen. Hat ein Lebensmittel viele gute Biophotonen, dann ist es sehr lebendig und für den Körper ein absoluter Zugewinn an Energie und Information. Dr. Popp war einer der führenden Forscher, was das angeht, hat viele tolle Bilder dazu gemacht. Und was wir wissen ist, dass das die Mikrowelle Lebensmittel komplett tötet. Die Lebensmittel sind danach einfach völlig leer von Biophotonen. Man kann sie nicht mehr als Bereicherung für den Organismus sehen. Sie bringen ihm nichts mehr. Sie sind quasi von der Qualität dann wie ein Spülschwamm. Also sie haben keinerlei Nährwertkompetenz mehr, was die Biophotonen angeht und die damit einhergehenden Informationen. Das heißt, wenn ich qualitativ mich hochwertig ernähren möchte, gesund ernähren möchte und Nahrungsmittel essen möchte, die mich weiterbringen und wie es sich frei bleiben kann von chronischen degenerativen Erkrankungen, dann sollte ich die Mikrowelle nicht benutzen. Das zweite große Problem ist natürlich die Strahlung, die direkt abgestrahlt wird von der Mikrowelle. Da gilt, der Abstand zur Mikrowelle entscheidet, wie stark ich davon in Gefahr gerate. Also je näher ich dran bin, desto schlechter. Das heißt, dieses vor dem Fenster sitzen und gucken, wie es sich dreht, ist ganz schlecht. Besser ist, einen gut 2 Meter Abstand zu halten. Dann ist es so, dass mir die Mikrowelle voraussichtlich keinen Schaden zufügt. Sie ist nicht strahlungsdicht. Das kann jeder testen, der ein Handy reinlegt in die Mikrowelle. Einfach reinlegen, mal anrufen, dann merkt ihr, es klingelt. Das heißt, es ist nicht dicht. Es hält, die Strahlung geht rein und raus. Und da heißt es einfach Abstand halten. Also für alle die, die sich gesund ernähren wollen, achtet darauf, dass ihr die Mikrowelle möglichst nicht verwendet. Und wenn ihr auswärts esst, achtet auch darauf, dass das Essen auswärts nicht in der Mikrowelle erhitzt wird. Ja, wenn ihr die Kinder in der Kita habt, achtet darauf, dass dort das Essen nicht in der Mikrowelle erhitzt wird für euer Kind. Dann gibt es andere Lösungen unter Umständen, aber das ist natürlich Quatsch, wenn ihr daheim darauf verzichtet und woanders holt ihr euch dann dieses giftige Lebensmittel wieder in den Körper. In dem Sinne, esst gesund. Liebe Grüße, gebt uns einen Daumen nach oben, schaut mal bei uns bei Instagram vorbei. Ciao, der Matthias.